Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier, der krasseste Channel überhaupt. Und heute haben wir ein Meta-Ranking. Diesen Monat halt wieder ein bisschen früher, weil jetzt dann DM kommt und das neue Set, Crossed Souls. Deswegen davor noch ein Meta-Ranking, bevor sich wieder alles ändert. Ein paar Decks, die nicht mehr dabei sind, sind halt Firefist. Das war ein One-Hit-Wonder, einmal getoppt durch Geoff Jones und danach kein einziges Mal mehr gespielt worden. Und Evil Swarm kann sich auch wieder verpissen aus den Tops. Das kann halt auch nichts. Dann kommen wir zu Platz 10 diesen Monat. Da haben wir halt Mecha Phantom Beast, was ein bisschen überraschend war. Hat er getoppt, YCS Bochum, überraschenderweise. Und das hat für Platz 10 gereicht. Es gibt halt zurzeit nicht so viele Decks. War ganz interessant, aber ich denke mal nicht, dass es sich jetzt im Meta etablieren wird oder sowas. War halt Überraschungseffekt. Hat 3 Mistake Main gespielt und denke mal deswegen hat es halt getoppt. Ist halt cool, immer wieder mal solche Random Decks zu sehen. Die lösen sich ja monatlich immer auf Platz 10 ab, diese Random Decks. Dann haben wir auf Platz 9 Volcanic und Hero. Also Volcanic Hero. Letzten Monat Hero alleine noch auf Platz 9 gewesen. Und ich habe gesagt, dass Hero scheiße ist damals. Haben mehrere Leute widersprochen, aber hat seit einem Monat immer noch nichts gerissen. Abgesehen halt von den Volcanic Heroes. Deswegen zusammen mit Volcanic jetzt auf Platz 9. Volcanic damit zurück in den Top 10. Also Volcanic Hero hat er getoppt in Bochum. Und danach nochmal in irgendeiner Nationals, Slowakei glaube ich. Also scheinen beide irgendwie zusammen zu harmonieren. Beide allein nicht wirklich gut genug für die Top 10, aber zusammen konnten sie sich Platz 9 ergattern. Dann haben wir immer noch auf Platz 8 Infernoid. Läuft ganz gut, das Deck. Und kriegen jetzt neuen Support. Nächstes Set kriegen sie nochmal Support, also eine Menge Support wird kommen. Mal schauen, wie das weiterhelfen wird, ob die dadurch besser werden oder ob es noch nicht ganz reicht und wir noch auf das übernächste Set warten werden müssen, weil das richtig krass ist. Also da können die auf jeden Fall Top-Tier werden, aber für diesen Monat halt nur Platz 8. Dann haben wir auf Platz 7 runtergerutscht und zwar Spiritual Beast. Ja, das Deck gibt es immer noch. Ich habe mal dagegen gespielt jetzt, vor kurzem zum ersten Mal. Und deren Züge sind abnormal lang, aber es wird immer noch gespielt, es läuft relativ gut, ist echt nicht schlecht, kann gut sein. Und jetzt dann, die Woche kriegen die neuen Support, neue Fusionskarte, neues Bossmonster. Und mal schauen, wie sich die neue Karte dann auswirkt auf das Deck. Dann haben wir auf Platz 6, bisschen überraschend, aus dem Top 5 gefallen, zur Burning Abyss. Letzten Monat noch auf Platz 4, diesen Monat nur noch auf Platz 6. Sehr abgestürztes Deck, überhaupt nicht mehr gespielt, beziehungsweise überhaupt nicht mehr irgendwo weiter oben vertreten. Und das merkt man halt auch. Viele Leute haben halt jetzt auf den Support gehofft, dass der Burning Abyss nochmal hochreißt, aber ich habe ein Review dazu gemacht, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Der Support ist leider sehr enttäuschend. Ich weiß nicht, ob Burning Abyss das nochmal nach oben schafft, schwer zu sagen. Schauen wir mal, was die DM bringt und dann die ganzen anderen Nationals aus den anderen Ländern. Aber ich befürchte, die Zeit von Burning Abyss ist leider vorbei. Dann haben wir auf Platz 5 Clifford. Das Deck, was ja eigentlich am stärksten geschwächt wurde von der Bandlist. Und viele dachten, das wäre halt komplett tot. Aber es war dann doch nicht so tot im Vergleich zu Burning Abyss. Das halt nur minimal geschwächt wurde, aber dafür die Auswirkungen viel verheerender war als jetzt Clifford. Was halt sehr stark geschwächt wurde, aber die Auswirkungen davon nicht so stark. Es wurde immer noch gespielt, es wurde immer noch damit getoppt und die kriegen jetzt eine neue krasse Falle. Loser Turn oder Lose One Turn heißt es jetzt. Die Falle ist auf jeden Fall krass. Kumpel von mir testet sie gerade in Gravekeeper, man glaubt es kaum. Also die Karte ist so stark, man kann sie eigentlich in fast jedem Deck spielen. Und in Clifford halt erst recht. Deswegen mal schauen, wie sich das auf Clifford auswirken wird. Aber Clifford ist auf jeden Fall noch nicht tot und immer noch in den Tops vertreten. Dann auf Platz 4 haben wir richtig, richtig überraschend. Letzten Monat nicht mal in den Top 10 vertreten. Da haben wir Josenju. Viele hassen das Deck, viele lieben das Deck. Man weiß immer noch nicht wirklich, was es kann, aber es hat viel geschafft diesen Monat. Es hat mich überzeugt. Ich habe ja ein Review gemacht.
zu den Supportkarten, die jetzt an den Crossroads rauskommen für Josenju, die halt richtig nutzlos sind. Aber anscheinend braucht Josenju keinen Support mehr. Die sind auch so stark genug, haben ÖM gewonnen und unser DN-Turnier haben sie auch gewonnen. Also die haben es nicht nur gewonnen, die waren Erster und Zweiter. Also Finale war nur Josenju, was kein reiner Zufall sein kann. Also irgendwas wird das Deck schon können. Und jetzt dann mit Lose One Turn wird es wahrscheinlich noch krasser, meinen viele. Und ganz ehrlich, mich würde es dann nicht mehr überraschen, wenn die sogar es in die Top 3 schaffen würden. Dann auf Platz 3 haben wir Satella Knight. Ist auch gesunken, gefallen vom Platz 2 letzten Monat auf Platz 3. Aber war in Bochum einfach nicht stark genug vertreten, so wie man es dachte. Shadow war halt stärker vertreten, mehr vertreten. Zu viele Denko-Sackers, eine Denko-Sacker liegt und Satella Knight kann eigentlich einpacken. Deswegen spielen jetzt viele Leute Chaos Trap Hall, Main, Side. Mal schauen, wie sich das auswirken wird auf Satella Knight, aber diesen Monat leider nur auf Platz 3. Dann auf Platz 2, wie gesagt, Chadol haben Satella Knight abgelöst. War zu erwarten, vor allem mit Star Sagaf dachte man, dass Chadol jetzt stärker wird. Und es war auch so, obwohl die meisten Chadol Decks, die getoppt haben, Oysters Bochum zum Beispiel, waren eher auf Anti mit 3 Mistake Main als die Star Sagaf Variante. Die konnte sich nicht wirklich durchsetzen. Aber trotzdem, Chadol gepusht und auf Platz 2 gelandet. Und jetzt dann im neuen Set, Cross Souls, kommt halt die Wasserfusion raus, die theoretisch der Tod für Necros ist. Mal schauen, wie sich das auswirken wird. Ich weiß noch nicht, wie man das am besten spielen wird. Mit welchem Wassertarget oder mit Nefeshadol Fusion. Oder ob es doch zu inkonstant ist. Mal schauen, ob Chadol irgendwann irgendwie Necros vom Thron ablösen kann. Dann haben wir auf Platz 1 natürlich immer noch Necros. Immer noch zu klasse Stack. Immer noch zu konstant. Leute haben angefangen, Trishula zweimal zu spielen, weil Trish einfach zu klasse ist. Beste Karte. Gibt es eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. Das war das Ranking vom Mai 2015. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Freut euch auf das nächste Meta-Ranking. Nächsten Monat nach den ganzen Nationals. Ansonsten war's das und ciao.